Hallo euch allen, da sind wir dabei. Madden NFL 20. Wir sind zurück in der EA Access Reihe. Wir haben das erste Spiel gegen die Atlanta Falcons zu spielen. Einfach auf, wir sollen das Spiel gewinnen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Falcons 20 Punkte scoren. Also, diesmal kommt es auch auf unsere Defense-Reihe an. Wir sind in Atlanta. Wir sind im Ballbesitz an der eigenen 50-Yard-Linie, an der Mittellinie. Und ich würde mal sagen, wir schauen erstmal, dass wir unser Laufspiel hier etabliert bekommen. Ich möchte natürlich hier jetzt auch sehen, dass wir Zeit von der Uhr nehmen, um der Offense rund um Matt Ryan so wenig Zeit wie möglich zu geben, selbst zu punkten. Und Elliott bricht da Tackle ohne Ende, ist immer noch unterwegs und ist direkt mal in der Endzone für die Führung der Dallas Cowboys. Das ist natürlich eigentlich genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Touchdowns, ja. Aber nicht, wenn wir da so überhaupt keine Zeit von der Uhr nehmen. Der PET ist gut. Wir führen mit 7:0 gegen Atlanta. So, unser Kickoff ist unterwegs. Der geht bis an die 2-Yard-Linie. Und jetzt der Return der Falcons. Gestoppt an der 29-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 jetzt. Für Matt Ryan. Ja, da sehen wir den Quarterback der Atlanta Falcons. Da ist ja auch einiges passiert in der Offseason. Haben beide Koordinatoren ausgetauscht. Und für Dan Quinn ist es so ein bisschen, glaube ich, so eine Bewährungssaison. Schafft er es, sein Team wieder in die Playoffs zu führen? Ist alles gut. Wenn nicht, glaube ich, dann wird es schon ein bisschen eng für ihn. Wir gehen in eine Cover 3 Cloud Defense hinein. Erster und 10 an der 29. Und gleich ein Fumble im ersten Spielzug. Ja, wenn es so weitergeht, werden die Falcons Schwierigkeiten bekommen, hier 20 Punkte zu erzielen, die sie bräuchten, um diese Challenge für sich zu entscheiden. Laufspiel Elliott. So, wir gehen über die rechte Seite. Ich switche mal. Oh, das sieht nicht gut aus. Elliott ist noch auf den Beinen. Kann sich da irgendwie immer noch rauswursteln. 2 Yards Raumgewinn, aber das war natürlich kein großer Spielzug. So, Drive-Through-Corner. Wir schicken Kopf von der rechten Seite in Motion. Ich versuche es mal so ein bisschen klein Passspiel zu machen. Auch damit wir jetzt Zeit von der Uhr nehmen. So, Kopf hat den Ball. Und hat ein neues First Down an der 16-Yard-Linie. So, Tight End Attack, aber jetzt nicht unbedingt mit den weiten Pässen. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen Sicherheit reinbekommen bei den kurzen Pässen. Wir konzentrieren uns auf Jarwin. Der hat den Ball und hat ein neues First Down an der 5-Yard-Linie. Das ist ein First and Goal für die Cowboys. An der 5 fangen wir jetzt aber an zu laufen. Wir gehen mal über die Außen. Elliott über die rechte Seite. Oh, mit einem wunderbaren Spin-Move kommt er in die Endzone. Das sieht nicht gut aus für Atlanta. So, also was die eine Prämisse angeht, das Spiel zu gewinnen, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Was die anderen Prämissen angeht, ob wir es schaffen, die Falcons unter 20 Punkten zu halten, das müssen wir doch mal schauen. Dafür sind wir eigentlich zu schnell wieder in der Endzone, wir nehmen zu wenig Zeit von der Uhr, nicht, dass wir da irgendwann mal bestraft werden. Der Kick ist unterwegs. Der Return endet an der 28-Yard-Linie. Devonta Freeman mit dem Return. Da kommt Matt Ryan wieder aufs Feld. Erster Versuch und 10 an der 28-Yard-Linie. Laufversuch. Unser Middle Linebacker James Smith räumt da auf. Tackle for loss. Zweiter Versuch und 11.
beginnen eine Cover 3 Sky Defense hinein. Die Marcus Lawrence auf dem Weg. Das war ein Fumble, aber Devontae Freeman, der Running Back, springt für seinen Quarterback ins Feuer, holt den Ball heraus. Trotz alledem großer Raumverlust für die Falcons, aber sie bleiben zumindest im Ballbesitz. So, wir haben einen dritten Versuch und 14 von der 24-Yard-Linie. Der Druck war da, der passt vollständig auf Devontae Freeman. 8 Yards Raumgewinn, aber zu wenig für ein neues First Down. Vierter Versuch und 6 und Atlanta hat hier gut Zeit von der Uhr genommen. Da bin ich ja sehr dankbar für. Wir sehen den Punt. Ah, das ist an der 22-Yard-Linie. Austin mit dem Return lässt einen Gunner aussteigen. Den zweiten kommt bis an die 45-Yard-Linie. 5 Yards sind wir von der Mittellinie entfernt. Unsere Offense kommt wieder aufs Feld. Wir nehmen den Stick. Kopf. Cooper von der linken Seite auf einer Slant Route. Witten mein Tight End, meine Sicherung. Ja, und wir gehen auf die sicheren Hände von Jason Witten. Possession Catch. Damit endet auch das erste Quarter. Ein wunderschöner Blick hier in das Stadion der Atlanta Falcons. Ein wunderschöner Dome. Aber leider sehen die eigenen Fans ihr Team mit 14 Punkten bereits im Rückstand. Laufspiel Elliott. Wir gehen mal über die linke Seite und da ist eine Lücke für Elliott. Oh, eine Riesenlücke. Und da hat er auch den Speed. Und kommt bis an die 13-Yard-Linie. Elliott ist jetzt schon bei 106 Rushing Yards. So, nehmen wir den Trail, also wieder ein kurzer Pass. Rice auf einer Route von rechts kommend über die Mitte. Oh, war der noch in Bounds? Ja, war er an der 10-Yard-Linie. Schöner Catch. So, nehmen wir mal den Jake Curl. Also ich experimentiere ein bisschen mit diesen kurzen Passrouten. Wir konzentrieren uns auf Cobb und auf Witten. Ich schaue mal, ob Elliott sich davon stehen kann. Gehen wir auf unseren Tight End. Ball an der 4-Yard-Linie. Ich nehme halt Zeit von der Uhr. Da geht es mir momentan sehr, sehr stark drum. So, dritter und 1. Cooper auf einer Slantshot. Witten wieder meine Sicherung. Aber da ist Cooper in der Mitte. Mutter sehen allein. Das war einfach. Die Cowboys führen mit 20 zu 0. Kick ist unterwegs. Kick ist gut. Dallas 21. Atlanta 0. So, Kick ist unterwegs. Bis an die 2-Yard-Linie. Wird jetzt aufgenommen von Devontae Freeman. Der wird gestoppt an der 32-Yard-Linie. So, wir haben noch 33 Sekunden zu spielen bis zum 2-Minute-Warning der ersten Halbzeit. Wir gehen in eine Cover-2-Sync-Defense hinein. Erster und 10. Laufspiel bis an die 34-Yard-Linie. Habe ich eigentlich meine Defense eingestellt? Doch, habe ich gemacht. Ich war jetzt gerade etwas am Zweifeln. Wir blitzen mal. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt schon mal ein bisschen besser mit den Blitzen zum Quarterback, in dem Fall zu Matt Ryan, durchkommen. Letzter Spielzug vor dem 2-Minute-Warning. Ja, wir haben ihn zumindest nervös gemacht. Incomplete Pass. Dritter und 5. Wir blitzen mal weiter. Overload Blitz. Dritter und 8.
viel Druck auf Matt Ryan. Der hat Zeit, bringt den Ball an. Oh, kommen die Cowboys da noch heran. Oh ja, Jalen Smith tackelt den Receiver da noch weg. Ich glaube, wir haben hier gerade eine gewisse Tendenz gesehen. Ich tendiere momentan dahin, glaube ich, bei den First Downs in der Cover 3 zu spielen. Beim zweiten Down werden wir blitzen. Und beim dritten Down in der Cover 2. Das werden wir mal so ein bisschen ausprobieren, ob das eine Lösung darstellt. Ein Screen. Ein sehr guter Screen. Und die Devontae Freeman kommt bis an die 2-Yard. Wir erinnern uns, die Falcons dürfen maximal, ich soll sie bei unter 20 Punkten halten. Und sie sind jetzt gerade hier auf dem Weg Richtung Touchdown. Laufspiel durch die Mitte, aber gut gestoppt. Sean Lee hatte aufgepasst. Tackle for loss. Das bringt die Falcons in einen dritten Versuch hinein. Third and goal. Jetzt muss meine Defense noch einmal halten. Noch einmal ein Goal-Line-Stand hin. Und da verliert Matt Ryan sogar den Ball. Und der wird von den Cowboys gesichert. Ich glaube, Sean Lee war es, der hier den Fumble erzwingt. Ja, da kommt er durch. Ich weiß gar nicht, der wievielte das mittlerweile schon war, den Sean Lee erzwingt. Also der Mann ist eine Naturgewalt. Ballbesitz Cowboys an der eigenen 16-Yard-Linie. So, ein Draw, eine verzögerte Ballübergabe an Zeke Elliott. Jetzt will ich nur noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Der Ball ist an der 21-Yard-Linie. Tight End Slot Cross. So, wir konzentrieren uns auf Witten. Der steht rechts neben der O-Line. Ich schaue mal, ob Elliott vielleicht frei ist. Aber das wissen wir gar nicht. Ein Touchpass auf Jason Witten. So, Jay Corner. Das ist könnte schon der letzte Spielzug sein. Wir konzentrieren uns auf Witten und auf Elliott. Wieder ein Touchpass auf Witten. Oh. Doch, das war ein Incomplete Pass, da war er out of bounds. Aber die Uhr ist auch runtergelaufen. Heißt, die erste Halbzeit ist vorbei. Tja, die Abends Falcons liegen wirklich in jeder Disziplin eindeutig hinten. So, da sehen wir Dak Prescott mit dem Touchdown Pass auf Amari Cooper. Das Highlight der ersten Halbzeit. Wir gehen rüber direkt ins dritte Quarter, in die zweite Hälfte der Partie. Mit dem Kickoff der Dallas Cowboys. Der Ball geht bis an die 3. Wird aufgenommen und retourniert. Und der Return wird gestoppt an der 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Für die Falcons, Entschuldigung. So. Wir gehen in eine Cover 3 Hard Flat hinein. Ein klassischer erster Versuch, den wir hier sehen. Laufspiel, Devontae Freeman. Schöner Hit. 2 Yards Raum gewinnen. So, jetzt haben wir einen 2. und 8. Da blitzen wir jetzt mit dem Thunder Smoke. Ein Screen, aber sofort weggewämst. Und wir zwingen die Falcons in einen 3. und 10. So, und da gehen wir jetzt in eine Cover 2, in eine Tampa 2 in dem Fall. Gregory kommt durch, aber der Pall ist vollständig und das ist der nächste Fumble. Ich glaube, Jalen Smith war es, der den Hitstick-Fumble gesetzt hat. Lewis kann ihn sichern. Der zweite Fumble von Devontae Freeman. Ballbesitz Cowboys an der 35-Yard-Linie. Von Atlanta. So, Halfback-Toss, den habe ich in 19 so gerne gespielt. Bis dato hat er hier in 20 noch überhaupt nicht funktioniert. Elliott gibt Gas. Und auch hier wieder nur ein einziges Yard Raumgewinn. Bleiben wir beim Lauf durch die Mitte. Es geht wieder über Zeke Elliott. Ah, der kann im ersten Tackle-Versuch ausweichen. Versucht über die Außen zu kommen. Geht bis an die 28-Yard-Linie. Das ist ein 3. und 3. Immerhin. So, wir nehmen den Cowboy-Slot-Slant.
Wir achten auf Witten und auf Cooper. Mir geht es erstmal nur um das First Down, nicht um einen Touchdown. Schöner Pass. Der Ball ist an der 22-Yard-Linie. Erster und 10. So, wir nehmen einen Curl-Spielzug. Achten besonders auch wieder auf unseren Tight End, auf Witten. Dann schauen wir auch mal, was unsere Running Backs mal haben. Witten, Mutterseelenallein, nimmt den Kopf runter. Der Ball ist an der 4-Yard-Linie. First and Goal für die Cowboys. So, Halfback Base. Wir laufen mit Elliott über die Außen. Das ist der nächste Touchdown für die Cowboys. Eieieiei. So, der PET-Attempt. ...28-0. Führen die Cowboys 47 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Und der Return endet an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Atlanta. Ja, der arme Devontae Freeman. Ich glaube, die Falcons können schon froh sein, dass er den Ball zumindest bei den Returns immer festhält. Als Running Back 2 Fumbles nicht gut. Erster und 10 für Atlanta. Interception durch Ramsey. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre eine ganz klassische eine Reception gewesen. Aber Jordan Ramsey, auch einer der wenigen Nicht-Cowboys, die wir im Kader haben, da wir momentan noch ein Cornerback fehlt. Ich versuche momentan so ein bisschen erstmal die Power-Up-Spiele zu bekommen. Zwei fehlen mir noch, aber meine Cowboys führen trotz alledem mit 35-0. 33 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. So, Kick ist unterwegs, geht bis an die 2-Yard-Linie. Devontae Freeman hat den Ball. Gestoppt an der 28-Yard-Linie. So, wir gehen in eine Cover 3. Nehmen wir wieder die Cover 3 Bus Press. Erster und 10. Incomplete Pass. Da war Jalen Smith direkt am Receiver dran. Free Fire 2010. Oh, viel Druck. Und was für ein Hit. Wieder ein Fumble, aber der Ball geht in Seiten aus. Dadurch bleibt Atlanta im Ballbesitz. Ist noch kein First Down. Es ist ein dritter Versuch und Inches. So, wir schauen, machen wir hier eine Cover 2. Ja, nehmen wir den Mike Sam to Bus. Und das ist ein vollständiger Pass. Cooper mit dem neuen First Down für Atlanta. Das dürfte schon der letzte Spielzug gewesen sein. Im dritten Quarter, genauso ist es. Es geht rüber ins Schlussviertel. Also Atlanta braucht ja nur 20 Punkte, um diese Challenge hier für sich zu entscheiden. Aber ich wüsste nicht, wie sie das hinkriegen. Wir gehen in der Cover 3 Sky Defense. Erster und 10. Ganz schwacher Pass von Ryan. Da hatte Sean Lee eigentlich die besten Möglichkeiten, den Ball noch irgendwie zu erreichen. Aber wir bekommen keinen Blitz. Bleiben wir mal in der Cover 3. Bleiben wir in der Cover 3 Bus Press. 2010.
vollständiger Pass. Und das ist der nächste Fumble. Da habe ich aber mal komplett den Ball einfach mal auf dem Boden ignoriert. Atlanta kann ihn damit sichern, bleiben im Ballbesitz. Aber haben jetzt einen 3. und 10. Oh. Safety Blitz. Wir ziehen beide Safeties nach vorne. Schauen wir doch mal, ob wir da wirklich guten Druck machen können auf Ryan. Der Druck reicht, denn er wirft unvollständig. 4. Versuch und 10 an der 42-Yard-Linie. So, wir versuchen über die linke Seite zu retournieren bei diesem Punt, der uns jetzt gleich von den Atlanta Falcons durchgeführt wird. Der kommt an der 10 runter und bleibt liegen. Ganz starker Punt. Damit Ballbesitz Cowboys an der 9-Yard-Linie. Das haben sie gut gespielt. So, Halfback Dive durch die Mitte. Es geht über Zeke Elliott. Und der hat eine Lücke. Und jetzt gibt er Gas. Jetzt ist er im Open Field. Noch ist es ein Foot Race und Elliott ist schneller. Deutlich schneller. Oh mein Gott. Ein 91-Yard-Touchdown-Run durch Zeke Elliott. Ganz schwache Vorstellung der Defense der Atlanta Falcons. 42-0. 3 Minuten und 1 Sekündchen haben wir noch auf der Uhr. So, Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie von Atlanta. Return endet an der 26. So, wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense hinein. 1. und 10. Incomplete Pass. Matt Ryan ist nur 7 von 13. Gerade mal 95 Yards hier nur erworfen. Also da kann man nicht wirklich von einem erfolgreichen Arbeitstag sprechen. Wir gehen in eine Cover 2. Single Linebacker Blitzaufstellung hinein. Wir haben nur 3 Spieler in der D-Line stehen. 2. und 10. Oh, Matt Ryan. Jetzt ist er bei einer Completion Rate von 50%. Und wir haben einen 3. und 10. Wir gehen in eine Tampa 2 Defense hinein. Let's go, D. Big series right here. We gotta step it up. Vollständiger Pass und, oh, das ist knapp gewesen. Hat das gereicht für ein First Down? Das hat es nicht. Guter Tackle. 4. Versuch und Zentimeter, 4th and Inches. Atlanta muss wieder punten. Da kommt er runter an der 15-Yard-Linie. Austin mit dem Return. Immer noch auf den Beinen. Und kommt bis an die eigene 41-Yard-Linie. 8 Sekunden noch zu spielen. Bis zum 2-Minute-Warning hier in der Partie. So, Lauf durch die Mitte. Zeke Elliott. Der Albtraum der Atlanta Falcons Defense. Und der Albtraum geht weiter. Ein Move. Ich glaube gar nicht, dass er berührt worden ist. Und der ist schon wieder in der Endzone. Zum Touchdown für die Dallas Cowboys. So, damit sind wir jetzt bei 49 Punkten, also kurz vor der 50-Punkte-Marke. Oh Gott, und die Atlanta Falcons kriegen hier wirklich nichts auf die Kette. So, der Kickoff ist unterwegs. Geht bis an die 3-Yard-Linie, wird dort aufgenommen und jetzt retourniert. Gestoppt an der 24-Yard-Linie. 1,55 haben wir noch in dieser extrem einseitigen Partie zu spielen. Cover 3 Bus Match. 1. und 10. Oh, sehr schöner Pass. Wieder auf Hooper. Also der funktioniert. Der Tight End, der hält auch die Bälle fest, wenn dann
der Kontakt mit den Verteidigern kommt. Aber da ist er halt wirklich die ganz, ganz große Ausnahme. So, eine ganz klassische Cover 3 Match Defense. Erster und 10. Incompletion von Matt Ryan. So, dann nehmen wir den Cover 2 Sink Linebacker Blitz. Wieder mit einer 3-4 Aufstellung in meiner Defense. Matt Ryan wirft vollständig und wieder einmal fumbled Devontae Freeman den Ball. Antonio Brown, unser Cornerback, wühlt sich da überall durch. Oh mein Gott. Jetzt kassieren sie sogar noch einen Defense-Touchdown, eine Pick-6. Entschuldigung, war ja wieder eine Fumble-Recover. Aber das ist schon echt übel. Mein Gott. Zu viele Fumbles bei Atlanta. Und es steht 56 zu 0. Sie waren einmal kurz vor der Endzone, die Falcons. Gleich wenn die Cowboys dann noch ein bisschen nervös geworden waren, wieder bei 20 Punkten, hätten die Falcons ja diese Challenge für sich entschieden. Dann kam der Ballverlust, der Fumble von Ryan, und seitdem ist hier wirklich alles zusammengebrochen. Devontae Freeman versucht am Return über die Außen zu kommen. Das misslingt an der 20-Yard-Linie, ist Schluss. Erster Versuch um 10 für Atlanta. So, ich bin froh, mittlerweile gar keine Blitze mehr angezeigt. Das ist aber auch nicht nett. Wir gehen in der Cover 3 Bus Press hinein. Erster und 10. Vollständiger Pass. Jalen Smith. Kompromisslos. Der kennt da keinen Spaß. Auch bei diesem Spielstand nicht. Knallharter Hit. Zweiter und 4. Ich dachte gerade, Jason Garrett hätte mir einen Vogel gezeigt. Aber ich glaube, das war dann doch nicht der Fall. Zweiter und 4. Keine Blitze. Dann bleiben wir in der Cover 3 Bus Press. Katastrophenball von Ryan. Und schon wieder ist es ein dritter Versuch. Dritter und 4. Wir gehen in die Cover 2 Press Defense hinein. Dritter Versuch und 4. An der eigenen 27-Yard-Linie für Atlanta. Vollständiger Pass auf die Devontae Freeman. Mr. Fumble, aber diesmal hält er den Ball fest. Neuer Erster und 10 an der eigenen 42-Yard-Linie für die Falcons. Wir bekommen keine Blitze mehr, das gibt es ja gar nicht. Cover 3 Sky Defense. Letzten 20 Sekunden in der Partie laufen bereits. Und überraschenderweise ein Fumble. Jeff Heath mit dem Fumble, Jalen Smith. Der Middle Linebacker nimmt den Ball auf, macht sich auf den Weg Richtung Endzone. Ups. Jalen Smith erzielt den nächsten Fumble Return Touchdown der Dallas Cowboys. Meine Güte. Und wieder bringen die Cowboys 63 Punkte aufs Scoreboard. Mein Gott, was ist hier los? Also easy ist ja in Ordnung als Schwierigkeitsstufe, aber das ist ein bisschen sehr easy. Wenn dein Gegner so überhaupt nicht in der Lage ist, den Ball zu schützen. So, Jalen Smith mit dem Return. Die Sekunden laufen bereits. Aber Atlanta muss nochmal für 2 Sekunden mit der Offense aufs Feld. Oh, es ist Hail Mary Time. Das haben wir, glaube ich, jetzt in Madden 20 auch noch nicht gehabt. Das ist, glaube ich, der erste Hail Mary Spielzug, den ich hier beiwohnen darf. Spektakulär ist was anderes. Das Spiel ist aus. 63 zu 0 gewinnen wir in Atlanta gegen die Falcons und damit die Einsteigern-Challenge. Ich würde mal sagen, es kann nur besser werden, es kann nur spannender werden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.